Seid ihr noch da, Chat? Seid ihr noch wach? Seid ihr bereit für noch eine Dosis? Die Sache ist ja schon ein gebranntes Kind, ne, wegen Dekadent. So, und dann kommt dann der Hinweis hier, Prima XY hat über dich gelacht und möchte eine Reaction machen, ne? Du bist noch da, sehr gut. Noch mehr Popcorn. Ich weiß auch nicht, wer ihm das erzählt hat, dass YouTuber XY jetzt eine Reaction über ihn machen will, aber irgendwer hat's getan. Und dann ist er natürlich sofort mal in Angriff gegangen. Und das ist natürlich schon sehr lustig. Du wolltest eventuell nach Gonzo loslegen. Oh, das wird aber dauern. Ich habe euch das meiste ja erklärt. Das heißt, ich muss nicht alles jetzt noch mal erklären. Aber wir können ja sehen, was er von mir erwartet hat, was ich machen werde. Die Kartons sind immer noch da. Ich glaube, die gehen auch nicht mehr weg. Ganz ehrlich, wenn ich nicht verheiratet wäre, dann würden auch Kartons von mir hier rumstehen. Nacht Nummer 2 durchmachen, okay. So, wisst ihr was? Ich gehe jetzt doch erstmal auf Klo und lasse genau jetzt eine Werbung laufen. Leute, die mich abonniert haben, bekommen noch schön Silent Hill Musik. Und Leute, die mich nicht abonniert haben und hoffentlich den Adblock aushaben, bekommen dann eine Werbung, damit ich ein paar Cent dazu verdiene. So, wie war das? Werbung für Lippenpflege ist genau richtig hier. Ich bin ja auch Lipfluencer. Ich kriege im Winter so schnell raue Lippen und raue Hände. So. Die Lampe hast du auch, Stromfresser. Halogen, ne? Da ist letztens bei meiner Kleinen die alte Glühbirne durchgebrannt. Und dann habe ich wieder welche gekauft. Konsto ist ein Lippi. Aber dann habe ich wieder Halogenlampen geholt und habe ganz vergessen, dass ich davor ja eine LED eingebaut habe. Weil ursprünglich war die Lampe mit Halogenglühbirnen, die werden ordentlich heiß. Jetzt hatte ich aber so lange eine LED da drin, die eine Halogen simuliert, dass die Lampe inzwischen ganz eingestaubt war und die ganze Zeit nicht heiß war. Und als ich da wieder normale Halogenglühbirnen reingemacht habe, wurden die heiß. Und der Staub hat angefangen zu stinken. Ich habe es nicht gerochen, aber meine Frau. So. Und dann habe ich wieder LEDs bestellt und habe die reingemacht. Sind Stromsparer, dann werden nicht heiß. So. Ja, und ein Dimmer. Okay, ich glaube, LEDs kannst du nicht dimmen, ne? Also nicht so, wie du herkömmliche Lampen dimmst. Freut mich, Jack, dass du das so siehst. Die Sache ist, unter dem Slain Reaction sind sehr viele Kommentare gegen mich, wo ich mir ziemlich sicher bin, die haben das Video nicht geschaut, bevor sie die Kommentare geschrieben haben. Weil anfangs war Slain sehr gereizt und aggressiv mir gegenüber, obwohl er mich noch gar nicht kannte. Einfach nur, weil Echo ihm Bescheid gesagt hat. Er war direkt schon mal, ne, er dachte, da kommt jetzt was und ich will ihm irgendwas Böses. Hat sich wahrscheinlich meine Videos nicht angeguckt. Und dann gab es jede Menge. Er hätte ja auch sehen können, dass ich auf Dekadent reacted habe und Dekadent durch den Kakao ziehe. Und auch nicht in Ordnung finde, wie Dekadent mit anderen Leuten umgeht. Wie zum Beispiel gegen Alles Random, wo ich noch erklärt habe, dass Alles Random tatsächlich die Leute anspricht und Karl nicht. Karl redet über Leute, macht sich über Leute lustig. Gut, dann war Slain nämlich auf 180 und war erstmal ziemlich aggressiv eingestellt. Und darauf beruhen auch die ganzen Kommentare darunter. Da war kaum ein sachlicher Kommentar oder gar kein sachlicher Kommentar. Vielleicht der eine Kommentar, der direkt an mich gerichtet war. Aber ich habe mich dann auch bedankt. Wenn ihr mal nachguckt, natürlich, geht auf Slain McGroth Kanal. Und da habt ihr die ganzen Kommentare. Da habt ihr meinen Kanal. Und von Slain habe ich auch Herzchen bekommen und er hat mir auch geantwortet. Er hat mir sogar gedankt. Also doch, Jack, er hat mir bereits unter dem, er hat bereits Danke geschrieben. Alles gut. Softgirl. Softgirl, ich hab schon gerätselt, ob du die Kommentarschreiberin bist. Mit dem Katzenfoto. Das bist du, ne? Die geschrieben hat, leider war in dem Video keine Katze. Aber für den Algorithmus bin ich hier.
Die Quotenfrau! Dankeschön. Gemütlich Eiter zuhören. Ah, Saturn, nein, nicht du auch noch. Jetzt kommt er wieder kuscheln. Ich habe hier gerade einen Kaffee stehen. Nein, nicht kuscheln kommen. Er hat ja kein Fell, der ist dann immer so fettig. Fettet mir die Finger zu. Wie war das? Nee, 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 nee. Nee, ich muss die Katze abwehren. Nee, 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 nee. Geh weg. Ich muss mal gerade zudecken. Ich weiß, dass du... Oh, er hat gefurzt. Oh. Nein. Geh weg. Oh nein, Leute. Zum Glück könnt ihr das nicht riechen. Oh nein. Ich krieg doch ein bisschen Bonusmusik und ich werde gerade die Katze zudecken gehen. Ich muss meinen Kaffee wegstellen, sonst trinkt er den. Der ist ungesund. Katzenbabys am Ende, ja. Katzenfürze bitte. Sie kommen auch auf deinen Schoß zum Pupsen. Holen auch sie sich eine Katze. Wir sehen das Brennen in deinen Augen. Unter dem Video Slain Reaction, Unwissende Null. Wenn du da runter gehst und auf Sortieren, Neueste zuerst, da sollten meine Kommentare auf jeden Fall auftauchen. Kann sein, dass sie nicht unter Top-Kommentaren stehen, weil die jeweils auch nur einen Daumen nach oben haben. Die hat keiner ansonsten geliked, wahrscheinlich nur Slain selber. Und ein Herzchen habe ich auch. Wollt ihr nicht eins anpinnen? Ich dachte, er wollte es anpinnen. Naja. Ich habe auf jeden Fall noch nett mit ihm geschrieben. Alles cool. So, das wusste er aber nicht, als er gehört hat, dass ich auf ihn reacten werde. So, jetzt hören wir uns nochmal die Kritikpunkte an, nachdem er mein Video auseinandergenommen hat. Weil natürlich das Video gar nicht direkt an ihn gerichtet war und er deswegen vielleicht auch gar nicht alles verstanden hat, was daran vorkommt. Weil ich hatte ja auch auf meinem Server Probleme mit Leuten, die meinten, ich sollte das produzieren, was sie sehen wollen und sollte gefälligst nicht versuchen, Geld zu verdienen, sondern lieber nur das machen, was sie sehen wollen. Das geht auch nicht. Ich kann nicht immer nur ganz viel arbeiten für Leute und dann kriege ich nichts dafür. Du hast nur eine Glückskatze. Ach, ihr. Kommentar gefunden. Ja, wunderbar. Dann mache ich mich mal klein. Und dann schauen wir mal die Reaction auf mein Video. Weil ich habe ja ein Video gemacht zu Adblock und habe bereits was dazu gesagt. Und wichtig ist, ich habe vielleicht beim ersten Mal nicht alles richtig erklärt. Die Sache ist ja, hätte ich die Reaction jetzt nicht gehabt, dann hätte ich jetzt gerade eben vielleicht nicht so gut erklären können, weil mein erster Erklärungsversuch schon mal gar nicht so gut war. Deswegen finde ich Reactions wundervoll. Weil natürlich, man kann darauf eingehen und kann dann seine eigene Argumentation verbessern. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie er auf mich reagiert hat. Und vor allem hat sein Video viel mehr Aufrufe. Über 700 Aufrufe. Meins wäre alleine nicht so oft gesehen worden. Gut, legen wir los. Rein in den Slain. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Video und zu einer neuen Reaction. Aber heute wird es mal nicht lustig. Heute haben wir mal kein Rant-Material oder kannst du dir nicht ausdenken Zeug, sondern heute haben wir einfach mal eine Reaction zu einem Thema, das aktuell ja auf meinem Kanal angesprochen wurde von mir, auf ziemlich harsche Weise, weil ich halt wollte, dass dieses Thema paralysiert. Ja, wenn du halt willst, dass du gehört wirst, dann musst du halt mit dem Dampfhammer oben draufhauen. Das ist in unserer Gesellschaft leider so. Ja, wenn du dann nur also gewollt auch lustig gehalten, damit die Leute es teilen, ne? Durchaus. Du sitzt und brav mit Blumen wirfst, wird es keine Sau interessieren. Ja, so. Also,
Ich habe das Thema Adblocker und YouTube und so ja bereits in diesem letzten Video, in diesem Vlog da entsprechend zum Thema, ne, angesprochen. Die Ansage an YouTube zum Thema Adblocker und bla, ne, und so weiter. Und ich habe euch empfohlen, schaut euch mal die Videos von Apfelnudel an. Okay, so. Und witzig finde ich jetzt Folgendes. Es gibt einen Kommentar, den möchte ich euch sehr gerne zeigen. Das ist dieser Kommentar hier von Echo Unready, ja. Der Kommentar von Echo Unready. Echo Unready schreibt, Hallo Slane, da habe ich dein Video gegen Adblocks auf einem Discord-Server verlinkt, wo ich Mod bin. Ich weiß es nicht. Wo ich Mod bin. Ja, das ist ja beim fremden Kämpfer. Und Echo hat mir halt privat geschrieben und meinte, man sollte YouTube lieber so machen wie Slane und nicht so wie ich. Natürlich werden dann immer wieder so, hier, guckt euch mal dieses Slane-Video an. Ich stelle das zur Diskussion. Stimmt das, was Slane sagt? Übrigens teilt Echo da auch ganz viele andere Videos zu Themen, die ich sonst bearbeite. Schreibfehler wurde korrigiert. Ist okay, Echo. Wir haben es alle verstanden. Ist natürlich reiner Zufall, dass immer Themen öffentlich gestellt werden, über die ich schon mal geredet habe. Das hat absolut nichts damit zu tun, dass er mich triggern will, auf irgendwas zu reagieren. Ne? Absolut nicht. Nee, Softgirl, es geht eher darum, dass ich meine Sachen monetarisiere und auf meinem Hauptkanal, wo ich ursprünglich Videospiele gezeigt habe, jetzt mehr Reactions mache, ich aber dafür ja extra Kanäle für das Gameplay gemacht habe, wo ich jetzt da Videospiele spiele. Nur halt nicht mehr alle Videospiele, die ich gerade spiele. Nicht? Jetzt will der YouTube-Creator Gone Gone Remastered auf dein Video bei seinem Twitch-Livestream reagieren. Warum reagiert dann der YouTube-Creator Gone Gone Remastered nicht auf die Videos von Apfelnudel? Die sind ja viel fundierter. Ja, warum? Weil das ein reines faktenbasierendes Video ist, wo ich nicht viel hinzufügen kann. Ich korrigiere ja die Sachen, die nicht nur faktenbasierend auf dem. Da konnte ich ja auch beim letzten Video habe ich ja auch diese Fakten überhaupt nicht in Frage gestellt. Ich habe wenn nur erklärt, dass was da geblockt wird, genau, vom Adblocker, und zwar ein Code. Und das steht ja in den YouTube-Richtlinien auch drin, dass man keinen Code blocken darf der Webseite. Ja, er möchte lieber auf einen hier Typen, der ordentlich rumblökt, hier reacten. Woher da jetzt wieder mal die Intention weht, frage ich mich ernsthaft. Ich habe ja hingewiesen, dass ich meine Informationen auch nur durch Apfelnudel erhalten habe. Ne? Und das. Aber es geht ja gar nicht um die Informationen zum Adblocker, sondern um das Drumherum. Und dass wir uns alle ein großes Y quer in den Arsch schämen und sowas. Das hat er ja nicht von Apfelnudel. Darum ging es ja gar nicht. Mich das Thema halt aufregt und ich habe meine Meinung dazu gesagt und bin der Meinung, das sollten mehr Leute tun. Ja? Aber wir kommen gleich zu Gon Gon. Habe ich ja auch. Ich habe ja auch ein Video gemacht, wo ich meine Meinung dazu gesagt habe. Okay, so. Das ist nämlich der Content Creator, auf den ich dann gleich reacten werde. Warum klang das aber auch so nach Anführungs- Content Creator? Also um ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe letzte Woche so viel Zeit im Schnitt verbracht, wie ich Zeit auf der Arbeit verbracht habe. Ich habe meine komplette Arbeitsleistung nochmal zu Hause verbracht. Im Schnitt. Dafür bekomme ich nicht so viel Geld wie auf der Arbeit. Da stellt man sich irgendwann schon die Frage, warum mache ich das überhaupt noch? Da kann man schon mal in eine Sinnkrise kommen, wenn man so viel Arbeit reinsteckt und kriegt am Ende nichts raus oder es guckt keiner. Das könnte einen schon fertig machen. Es gibt Content Creator, die gehen daran kaputt. Daran, dass sie so viel Arbeit reinstecken und dann nichts zurückbekommen. Und das tut mir echt leid, weil ich habe mit vielen Content-Creatern zu tun, die wirklich sehr viel Mühe und sehr viel Arbeit reinstecken. Ich rede nicht von Leuten, die sich einfach nur vor die Kamera setzen und einfach nur labern, sondern die einfach tatsächlich Videos schneiden und recherchieren und so ein bisschen Zauber aufbauen mit Musik und allem. Und das Timing richtig ist. Deswegen bewundere ich die Arbeit von Jay Riddle auch. Diese ganzen Memes, die er da reinpackt, was er alles kreiert hat, super finde ich das. So, nur zum Beispiel das. Ich habe da auch natürlich ein ganz anderes Umfeld. Eher, ich weiß nicht, was mit wie viel Creatern er zu tun hat, die wirklich hart und viel im Videoschnitt verbringen.
Hi, Hauptstadt-Boomer. Ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wir haben alle nichts gegen Slane. Ist alles gut soweit. Die Sache ist ja nur, wenn er gegen sich über Content Creator aufregt oder er hat ja gerade so Creator gesagt, ne? Die Sache ist ja, ich schneide sehr viel. Ich arbeite an Videos. Ich habe sehr viel geschnittenes Material. Ich sitze nicht nur hier vor der Kamera und lade das dann 1:1 hoch. Ich produziere auch noch anderes Material. Also ich bin tatsächlich Content Creator. Ich habe noch nicht das Video von Jules gesehen. Das soll richtig geil, aber verdammt lang sein. Ist vollkommen in Ordnung. Und ich gönn Slane, auch wenn er damit Geld verdient. Ich sehe aber auch nicht, warum man Leute dafür verurteilen sollte, wenn sie Geld damit verdienen. So. Also er begründet es damit, dass du die Unwahrheiten von dir zu korrigieren und deine Fehler anderen zu erklären. Wichtig. Ich habe zum Echo Unwahrheiten gesagt, weil eine Lüge würde ja einen Vorsatz voraussetzen. Er hat ein paar Sachen falsch ausgedrückt, weil er darüber nichts weiß, wie man Werbungen macht. Das ist kein Vorwurf. Die Sachen sind einfach, da wollte ich einfach als jemand, der tatsächlich selber Werbung schaltet, auch erklären, wie das funktioniert, wie die Werbung geschaltet wird und warum sie irgendwo auftaucht und wie die Werbung geprüft wird, wollte ich auch erklären. Und das sind nun mal auch, wenn er das halt anders darstellt, sind das Unwahrheiten. Und ich habe extra nicht Lüge gesagt, weil das würde ja heißen, dass er absichtlich was Falsches sagt. Eine Unwahrheit ist nicht absichtlich. Hört sich vielleicht schlimm an, ne? Slane ist mehr Mobber als Creator. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das von dir kommt. Ich habe ihn jetzt noch nicht mobben hören. Das kann ich nicht bestätigen. Er riecht sich halt nur sehr auf. Aber hören wir weiter rein. Hast? Ja, also welche Unwahrheiten denn? Aber da kommen wir dann gleich zu. Wahrscheinlich meint er damit die Einnahmen, die YouTube so hat, ist wahrscheinlich eine Unwahrheit. Ja, kann ja sein. Ne? Oder dass das verboten ist, das stimmt ja nicht. Ja, kann ja sein. Kommen wir gleich noch ein bisschen zu, ja, so. Außerdem geht er davon aus, dass du... Aber Samara, du hast nur die Nachricht gelöscht, ja, und hast aber nicht irgendwen getimeoutet. Obwohl ich das noch gar nicht so schlimm fand. Meinung, ne? Du es eh nicht verstehen wirst. Ja, wenn dieser Mensch von vornherein davon ausgeht, dass ich das sowieso nicht verstehen werde, weil ich ja ein bisschen blöd bin, ne, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Ich gehe davon aus, dass er es nicht versteht, weil er sehr emotional an die Sache rangeht, weil er mit dem Thema nichts zu tun hat und ich das in der Kommentarfunktion unmöglich in der Gänze erklären kann, wie ich es mit Worten kann. Weswegen ich eine Reaction geplant habe, darüber zu machen, um das mit Worten erklären zu können. Versteht ihr, ne? Timeout gab es nicht. Danke, Samara. Weil es eine gefährliche Aussage ist, okay. Dann verständlich. Aber ihr versteht, was ich meine? Jemanden, das so... Jens hat mich abonniert auf YouTube. Oh, cool. Ein Jens. Ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, warum. Ja? Warum will er denn überhaupt auf mich reacten? Ja? Um mich zu belehren, wahrscheinlich. Ne? Ja, das ist natürlich ein guter Ansatz, eine Reaction zu machen. Ja, da aufzeigen. Ja, schwierig. Natürlich ist das in irgendeinem Maße belehren, aber ich mache das ja. Ich mache ja genau das, worüber er geredet hat. Also Werbung schalten und habe ein Werbekonto. Natürlich ist das dann vielleicht belehrend, aber das ist ja das, was ich tue seit Jahren. Anti-Olians. Ich kann mir das alles mal angucken mit der Zeit. Er rantet Leute, das wird dann sehr interessant, das muss ich mir mal angucken. Aber jetzt sind wir gerade einfach bei ihm und bei mir. Er hat auf mich reacted hier. Wir gucken jetzt die Reaction auf mich an. Genau, wir schauen uns jetzt an, was er über mich sagt. Guck mal der, wie doof der ist. Ja, ich meine, wenn du jetzt mit jemandem zu tun hast, der wirklich doof ist, dann ist das auch dein gutes Recht. Ich habe ja nicht gesagt, dass er doof ist. Wobei natürlich jetzt sagt er, wenn jemand wirklich doof ist, ist es dein gutes Recht. Weiß ich nicht. Wie kann ich denn bestimmen, wer doof ist?
dann finde ich das gut, dass der Gorgon sowas macht. Ja. Ich werde euch aber gleich erzählen. Werbung ist okay, damit verdient ihr doch selber Geld. Ja, es ist halt differenziert zu betrachten. Ich glaube, darauf geht er aber noch ein. Jetzt ist er schon wieder hier. Du bist doch nur hier, um zu pupsen. Darauf geht er noch ein. Vergleich bevor. Dumm ist der dumm ist tut, ja. Wo wir reacten, zack. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Jetzt muss ich aber aufhören, hier da und drauf zu drücken. Eigen, wie doof ich denn wohl bin. Ne? Oder während der Reaction vielmehr. Ne? Aber ja, gut. So. Außerdem, achso, das hatten wir ja schon vorgelesen, der Twitch-Livestream beginnt am 28.10.2023 um 21 Uhr. Ja, ich komme dir zuvor, lieber Gongon. Ich gucke kein Twitch, ich verfolge kein Twitch, ich nutze kein Twitch mehr. Ja, es ist eine verseuchte, vertrollte Plattform. Da habe ich nichts mit am Hut. Ja, so. Da treiben sich Menschen rum, die glauben, dass sie hier statt arbeiten zu gehen, hier ihr Geld mit irgendwelchen Streams verdienen müssen. Können sie doch. Habe ich absolut nichts gegen. Wenn sie genug streamen, wenn sie genug Unterhaltung bieten. Ich finde, Unterhaltung ist eine Dienstleistung irgendwie an der Gesellschaft. Unterhaltung ist wichtig. Warum sollten die Leute nicht Geld verdienen? Freischaffende Künstler. Hat es nicht immer freischaffende Künstler gegeben, die von irgendwas leben mussten? Was ist, wenn du was ist, wenn du irgendwas Tolles kannst? Streaming kann auch Arbeit sein, natürlich. Es ist ja nicht nur Streaming. Die meisten Leute schneiden dann auch noch. Oder Leute, die was mit Videos zu tun haben, machen ja mehrere Sachen. Da steckt immer Arbeit mit drin. Arbeit ist eh ein weit gefasster Begriff. Leute, die den ganzen Tag im Büro sitzen, sitzen auch nur vorm PC und nennen das Arbeit. Warum sollte Streaming, Pupsattacke, warum sollte Streaming keine Arbeit sein? Doch, es ist auch Arbeit. Es ist auch stressig. So, Kinder, hier ist eure Milch. Dankeschön. Davon werdet ihr groß und stark. Ich kann verstehen, dass man einigen Leuten das nicht zugesteht, weil da wirklich einfach nur ein paar Asoziale sitzen können, die einfach nur Mist labern und dann hochgefeiert werden und dafür Geld bekommen. Kann ich vollkommen verstehen. Aber wenn jemand ehrlich einen anständigen und anstrengenden Stream hat und dann dafür Geld verdient, dann finde ich das auch gerechtfertigt. Und wenn er gut genug ist, dass er damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Die zahlen ja auch Steuern. Callcenter ist auch Arbeit, sagt ja auch keiner was gegen. Du siehst, du empfindest Slane als etwas kritisch, ja. Er wirkt etwas aufgebracht. Er war eben sehr aufgebracht. Ne? Aber das ist ein anderes Thema, das mit dem Arbeit gehen. Das soll ich ja gerade mal nicht sagen. Ich kann ja nicht mal arbeiten gehen, weil ich ja, ja schwere Krankheitsgrade habe. Aber das habe ich mir ja alles nur ausgedacht. Wissen wir ja so. Also, habe ich nie behauptet. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Das heißt, sie hat jetzt nicht Gongon gesagt und an der Stelle. Dankeschön. Das ist nur so ein allgemeiner, so ein Meme, das ich mir selbst ins Gehirn gebrannt habe. Ja. Da gehe ich mit Hauptstadt Boomer d'accord. Das ist ja auch Kunst. Unterhaltung ist doch Kunst. Es gibt ja auch Leute, die sind in irgendwelchen Clubs auf die Bühne gegangen und haben Witze erzählt. Das ist auch Arbeit. Das will vielleicht nicht jeder denen zugestehen. Aber es ist trotzdem Arbeit. So, vielleicht hast du ja die Zeit, bei Gongons Livestream mal reinzuschauen. Nee, ich habe Urlaub. Ich habe keine Zeit. Ja. Genauso. Das ist voll der Disrespect, ne? Er hat Urlaub, er hat keine Zeit, bei mir reinzuschauen. Gut, hätte ich mir damals den Dekadent-Twitch-Stream, wo Dekadent auf mich reagiert hat, könnte ich mir wahrscheinlich genauso gut angucken. Ja. Kann man sich auch angucken. Ich würde mir auch ein Dekadent-Video angucken und mich drüber lustig machen. Da aber anders. Bei Karl bin ich noch ein bisschen. Mir wird schon gesagt, dass ich den armen Karl trete. Ich krieg schon Kommentare auf TikTok, wo es heißt, du trittst aber auch gerne nach. Weil ich nämlich, ich habe ein Video daraus geschnitten, wo der Karl gesagt hat, dass es scheinbar Minderheiten gefallen hat, dass er so ein bisschen gegen die Hogwarts-Spieler getreten hat. Und dachte sich, ich trete einfach mal ein bisschen. Das scheint den Leuten irgendwie Mut zu machen. Da habe ich irgendeinen witzigen Beitrag draus gemacht und dann schreibt mir einer, du trittst aber auch ordentlich nach. Ich habe den armen kleinen Karl getreten. Ich, verdammt großer Streamer und YouTuber, habe es gewagt, den armen kleinen Karl zu treten. Ja, was ist das für eine Welt? Was sind das für Fans? Da habe ich ihm geschrieben, weißt du was? Karl kann mich anschreiben, wenn es ihm irgendwie nicht gefällt. Als wenn ich irgendwie, wer bin ich denn? Die können mich alle anschreiben. Wenn ich eine Reaction mache, können die mich bitte auch anschreiben, wenn denen irgendwas daran nicht gefällt. Das, Nils, für dich, natürlich für dich. Was bist du für ein Arschloch? Hat Karl dann zu mir gesagt, ganz genau.
Das Querschnittsgelähmten kann plötzlich wieder laufen. Dazu kann ich nichts sagen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Don't kick the Carl. Carl hat gesagt, er hat Leute getreten. Kann ich doch nichts dafür. Und ich mache mich drüber lustig, dass er das sagt und meint, dass das richtig sei, Leute zu treten. Bisschen nachtreten. Das ist schon richtig so. Nee. Der war einfach frustriert und hat es an anderen Leuten ausgelassen. Das ist nicht richtig so von Carl. Da bin ich kein Fan von. Aber der Gongon hat zu dem Thema vor 4 Stunden ein Video hochgeladen. Da habe ich die erste Minute geguckt, habe ich da schon Pause gemacht, gesagt, komm, da sagst du jetzt ein bisschen was zu. Ja, so. Ja. Jack meint, er könnte wissen, wer Hauptstadtboomer ist. Meinst du, Hauptstadtboomer ist Carl? Ja, mit freundlichen Grüßen, Echo Onward. Ich habe mir noch kurz geantwortet, wenn er eh davon ausgeht, dass ich es nicht verstehe, dann wird er wohl nur darauf reagieren, um mich niederzumachen, statt sachlich zu bleiben. Warum sollte ich mir sowas antun? Hab mir damals auch Dekadenz-Bullshit zu meinem Video auf Twitch nicht gegeben. So. Gut, ist natürlich eine schlechte Voraussetzung, weil er nur gewohnt ist, dass ein Dekadent auf ihn reagiert und dann auch, ich weiß, dass Carl sehr unsachlich sein kann und mehr ad hominem geht, als sachlich zu bleiben. Das ist so. Habe ich auch schon erlebt. Dann kann ich es verstehen, dass er das voraus, also dass er denkt, dass das passieren wird. Oh, obwohl ja extra einer von Dekadenz Jüngern mir sogar irgendwie eine Premium-Mitgliedschaft oder einen Monat Premium geschenkt hat, weil sonst hättest du es gar nicht gucken können, denn seine Reaction verbarg sich hinter einer Paywall. Ich war auch einen Monat lang Abonnent bei Shoyoka. Bei Dekadent damals. Wie das jetzt bei Gongon ist, keine Ahnung. Das ist mir auch Wurst. Ja. Aber bitteschön, ja, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens durch meinen YouTube-Account. Ja, es steht jedem frei, auf meine Videos zu reacten. Genau, jetzt wird sich aber hier nicht gestritten im Chat, denn die Reaction handelt über mich. Das heißt, du kannst jetzt, Hauptstadt Boomer, du kannst jetzt schlecht Sachen über Slane sagen, die ich nicht nachprüfen kann. Das macht ja jetzt keinen Sinn, weil wir jetzt darüber reden, was er über mich sagt, beziehungsweise was er denkt, was ich über ihn sagen werde. Und ich bin abgegangen in dem Video. Mich regt das Thema nämlich auf. Und ich möchte euch heute vielleicht ein bisschen besser erklären, was mich da genau aufregt. Vielleicht kam es auch ein bisschen missverständlich. Danke, Softgirl. Rüber. Ich weiß es nicht. Ja? Vielleicht kam es ja so rüber, als würde ich per se kein YouTube hier mit Werbung gucken. Dem ist nämlich nicht so. Interessant, das ist so nicht rübergekommen, ob er jetzt wirklich Werbung guckt oder nicht. Nicht so richtig. Ich habe das in der Vergangenheit auch oft genug auf meinem Kanal geäußert. Ja? Gut, habe ich in dem einen Video nicht rausgehört. Ich unterstütze die YouTuber, die ich mag. Die Kanäle, die ich abonniert habe, schaue ich ohne Adblocker. Aber ich gucke nicht. Genau, Samara. Hauptstadt Boomer, ich habe jetzt nicht die Zeit nachzugucken, ob das stimmt, was du sagst. Das ist auch nicht Thema des Abends. Hier geht's nur um mich. Danke, Nils, für die Erinnerung. Blind irgendein Video oder von irgendeinem Dulli, der es meiner Ansicht nach nicht verdient hat, wie einst der Drachenlord oder aktuell ein Olli Ankert. Aber Softgirl, er weiß ja noch gar nicht, was kommt. Bis jetzt wurde er nur von Echo vorgewarnt, dass der Content-Creator Gongon ihn kritisieren will. Dem ich kein Geld in den Rachen werfen möchte. Und was mich an der Werbung per se aufregt, ist auch nicht die Werbung selbst. Etwas G18. Nein, es ist die Werbung von irgendwelchen dubiosen Anbietern. Von irgendwelchen merkwürdigen Coachings oder irgendwelchen merkwürdigen Schneeballsystem-Quatsch. Ja, die da vor irgendwelchen Videos geschaltet wird. Das ist nämlich gefährlich. Und lieber Gongon, schau dir mal die Videos von Apfelnudel an. Ich glaube nicht, dass der sich aus dem Hintern zieht. Eine Aussage wie, die Regierung warnt davor, Werbung zu schauen. Das habe ich ja eben im Livestream beziehungsweise im anderen Video schon erklärt. Ich habe Apfelnudel gesehen und ja, nur weil es diese Aussage gibt, heißt das nicht, dass das pauschal auf alle zutrifft. Und es hat auch Gründe, warum das gesagt wurde. Und die Gründe sind nicht die YouTube-Videos. Wo ist die Stange, Gonzo? Welche Stange? Die Regierung rät zu Adblockern. Aber das ist ja verboten. Dann ist ja nicht verboten. Es ist auf YouTube nicht erlaubt, aber generell nicht verboten.
eine Handlung, die die Regierung rät, verboten. Ja? Und zu dem Thema habe ich dann auch noch was zu sagen. Hier gibt es nämlich noch einen anderen Kommentar. Wenn ich den jetzt auf die Schnelle finde, hier, nee, ich muss mal hier wieder refreshen. Dann müsste der ziemlich schnell kommen, weil er dann die ganzen Beantworteten ausblendet. Genau. The Bowlen hat geschrieben, fernab dessen, wie ich sonst tatsächlich zu der Thematik stehe, also YouTube und Adblocker, schreibt er, was die aktuelle Regierung empfiehlt, sollte man definitiv nicht tun. Ja. Das hat doch gerade eben bei mir auch jemand geschrieben. Wir haben es hier jetzt nicht mit einem Thema zu tun, das jetzt irgendwie... Chris Nature hat doch eben gesagt, was die Regierung sagt uns, die Regierung schützt uns für irgendwas, was uns schadet, kann ich mir nicht vorstellen. Welche Einschränkungen angeht, das Volk betreffend, oder man muss auch immer mal, das ist wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken. Dieser Kommentar ist wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken. Vor allem in seinen Kommentaren wurde ich mit Dara verglichen. Mit Dara. Warum kennen seine Zuschauer Dara, aber nicht mich, den größten Feind von Dara? Denn da ist mein Großvater Jean-Luc Picard. Mein Großvater Jean-Luc Picard war der Chef von Daras Onkel Jonathan Frakes. Okay. Da bin ich halt raus. Tut mir leid, ja. Echo, ich weiß, dass du das nicht warst. Und ja, ich bin bei dir. Die Regierung baut einen unfassbar massiven Berg Bullshit. Ich glaube sogar mehr als je zuvor. In all den Jahren, wo ich politisches Geschehen überhaupt jetzt verfolgt habe. Ja. Wir haben ja auch schlimme Zeiten. Ne? Da kann ich nicht widersprechen. Die Politik hat auch gerade ernste Sachen zu bekämpfen. Und das sind auch nur Menschen. Die denken auch nur an ihr Geld. Und wissen vielleicht nicht, was das Beste für die Bevölkerung ist. Damals in meiner Kindheit hat mich das ein Bums interessiert, aber ja. Ne? So. Geht uns allen so. Aber gut, das ist ein anderes Thema, das hat jetzt hiermit nichts zu tun. Ja, gut. Man sollte also nicht auf die Regierung hören. Also ich meine jedenfalls nicht die aktuelle Regierung, ne? Wie Dara ist keiner. Aber wenn jetzt irgendjemand an der Macht wäre, ich weiß nicht, wen du da haben möchtest, ja, keine Ahnung, der dir gefällt, dann wäre es das und dann wäre es gut so. Dann darf man auch darauf hören, oder was? Ja. Also ich meine, die Regierung empfiehlt Adblocker eben wegen diesen dubiosen Anbietern, die da Werbung... So, nee. Erstmal sehr schön, dass er das gerade differenzierter betrachtet hat mit der Regierung. So, danke dafür. Aber die Regierung empfiehlt Adblocker nicht wegen YouTube, sondern, weil auf... Habe ich eben schon erklärt? Ich weiß, ihr habt es jetzt alle schon gehört, aber das ist jetzt ein anderes Video. Das wird ja auch auf YouTube veröffentlicht. Die Regierung empfiehlt Adblocker, weil auf einigen Websites Malware versteckt sein kann in der Werbung. Die Werbung kann gehackt sein, die Seiten können gehackt sein, habe ich eben gar nicht erwähnt. Ne? Oh Mann, habe ich ganz vergessen. Die Klickstellen können auch gehackt sein und ihr klickt da drauf und kriegt ein Virus oder sowas oder habt einen Trojaner auf dem PC. All diese Sachen passieren und deswegen sollte man sicherheitshalber einen Adblocker anmachen, damit diese Werbung gar nicht erst auftaucht. Und damit kommt auch nicht, doppelt hält besser, ja. Auch die gehackte Werbung taucht dann halt nicht auf mit dem Adblocker. Wenn ihr keinen Adblocker benutzt, dann müsst ihr vorsichtig sein, einfach nicht draufklicken auf dubiose, also nicht auf Werbeflächen draufklicken. Dann bekommen die zumindest Geld, diese Websites, die die Werbung anzeigen, aber klickt einfach nicht drauf. Ist ein guter Kompromiss. Trotzdem immer vorsichtig sein, ein Antivirenprogramm drauf haben. Wohl eher 10-mal. Ja, Daniel, ich weiß, Daniel, du bist aber auch von Anfang an dabei, aber das ist ein extra YouTube-Video. So, YouTube selber schaltet Werbung und die Werbung, das sind aber YouTube-eigene Videos, die bereits auf YouTube geprüft und hochgeladen wurden und dann ein zweites Mal bei der Werbeeinreichung geprüft wurden. Sie enthalten also keine schädlichen Inhalte, wenn ihr sie guckt. Nur halt kann eine schädliche Suggestion drin sein, wie gib uns all dein Geld, komm auf unseren WhatsApp-Server, was auch immer. So. Und da meine ich, sollten wir probieren, diese Werbung einfach zu melden und zumindest erstmal durchlaufen zu lassen, damit die dafür ordentlich Geld bezahlen. Für jeden View. So. Werbung betreiben und im Zweifelsfall Menschen und Existenzen in den Ruin führen. Ja. Wenn ihr das wisst, wenn ihr wisst, dass diese Werbung euch was suggeriert, dann wird sie euch ja nicht in den Ruin führen. Ne? Deswegen, diese Empfehlung ist für Leute, die sich nicht auskennen. Aber das, ich glaube nicht, dass er sich nicht damit auskennt. Und deswegen ist dieses Argument für ihn hinfällig. Ja, da darfst du ja nicht drauf hören. Ist ja die aktuelle Regierung, die das sagt.
bin ich raus, tut mir leid. Das ist Schwarz-Weiß-Denken. Ja? Du musst auch, man muss auch bedenken, was der Hintergrund ist, warum davor gewarnt wird, nicht wer davor warnt. Ja, das ist halt, finde ich, dumm. Es tut mir leid, ich finde das dumm. Ganz einfach. Ja, man muss alles, was die Regierung sendet, auch blocken, natürlich. Okay, so. So, fand ich gut, die Differenzierung. Gut, aber das ist, wie gesagt. Aber die Sache ist ja, einfach nicht auf die Werbung hören. Genau, ich habe das ja gerade differenziert, warum geraten wurde, die Werbung zu blocken. Habe ich doch. Entschuldigung, ich musste trinken. Anderes Thema. Gut, ich würde sagen, wir kommen dann mal zu dem Video. Ja, ja, von dem guten Gon-Gon. Das ist auf dem Kanal Gon-Gon React. Ich habe halt diesen... Nicht du schon wieder. Nicknamen, den der gute Echo Unready da reingeschrieben hat. Gegoogelt, also hier, gegoogelt nicht. Auf YouTube. Ich habe den Namen geändert vom Kanal. Ja, verklagt mich doch. YouTube eingegeben und hier Gon-Gon Remastered und dann kommt halt Gon-Gon React und vor 4 Stunden gibt es halt das Video zum Thema Adblocker machen auf YouTube Probleme. Und das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Die erste Minute habe ich schon gesehen. Der Gon-Gon hat mit Sicherheit auch kein Problem damit. Er wird ja auf mich... Habe ich nicht. Natürlich nicht. Ich bin... Ja, auch in beiden Richtungen. Ihr wisst, ich bin voll im Reaction-Game. Ich bin voll dafür zu reacten. Wir kennen alle das Gentleman's Agreement, was Dara nicht kennt. Es werden keine Videos gestrikt. Ihr kennt die Regel. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich jetzt auch schon des Content-Klaus bezichtigt werde. Frechheit. Von Leuten, die Anime-Videos hochladen. Ich bin sicher, die haben die Anime-Videos selber gezeichnet. Ganz bestimmt. Aber ich bin der Content-Dieb. Ich gebe zumindest eigenen Content dazu. Ja, geh bitte und geh. Oh. Das ist so niedlich. Kennt ihr das, wenn es so niedlich ist, dass man es knuddeln möchte? Bis man es zerquetscht hat. Jetzt aber gut, runter mit dir. Ne? Also, 3, 2, 1, los. Willkommen, Leute. Ich bin geschützt, ich habe einen Aluhut. Der Gonzo hier und das Thema heute ist der Adblocker. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber es ist nicht erlaubt, auf YouTube einen Adblocker zu benutzen. Es ist auch nicht erlaubt, in einem YouTube-Video Werbung für einen Adblocker zu machen. So, ich möchte gerne, dass du mir belegst, wo das herkommt, ja. Denn hier steht schwarz auf weiß, oder ja, weiß auf, doch, schwarz auf weiß, ich habe es hier nur markiert, ja. Bei GameStar Tech steht, die Nutzung von Werbeblockern ist in den Nutzungsbedingungen von YouTube nicht ausdrücklich untersagt. Jedoch ist es verboten, die Inhalte der Videos zu verändern, was Raum für Interpretation bietet. Der Inhalt des Videos ist aber für mich nicht Werbung. Der Inhalt des Videos ist das Video, ist der Inhalt des Videos. So, und ich habe ja schon gesagt, ich bin ja schon einige Jahre länger auf YouTube und damals stand halt explizit drin, Adblock darf nicht verwendet werden und natürlich darfst du keine Werbung machen für Sachen, die nicht erlaubt sind auf der Plattform. So. Ja, ich habe eingesprochen ohne Kamera. Da musste ich auch ein bisschen überlegter einsprechen. Die Sache ist, ich werde das wahrscheinlich jetzt auf die Schnelle nicht finden. Ich habe die Richtlinien durchsucht und da steht tatsächlich drin, dass man keine Inhalte blocken darf. Keinen Code blocken darf, zum Beispiel. Also Inhalte der Website. Nicht vom YouTube-Video, sondern von der Website allgemein. Und eine Werbung ist ein Code, ein Inhalt. Und ich meine, das erklärt Apfelnudel auch irgendwo. Ich meine, er war's. Oder ich habe irgendwo anders über die Technik von Adblockern was nachgesehen, weil ich mich generell sehr fürs Codieren interessiere. In erster Linie Codieren von Videospielen. Ich schaue mir auch in letzter Zeit ganz, ganz viele Videos an über Retro-Konsolen und wie die Spiele programmiert wurden und wie man mit Hexadezimalcodes die Werte verändern kann, wie die Werte in Hexadezimalcodes aussehen, wenn Charaktere sich von links nach rechts bewegen. Und dieses ganzen technischen Kram finde ich wahnsinnig faszinierend. Werbung ist doch auch ein Inhalt von YouTube und gehört zur App. Die Werbung sind ja YouTube-eigene Videos. Die wurden ja bereits auf YouTube hochgeladen. Und die gehören zum Seitencode. Und auch, dass sie abgespielt werden. Und der Adblock liest einfach die Daten deiner Seite aus,
und guckt, wo ist der, die Codezeile für Werbung. Und die wird geblockt. Und deswegen erscheint die Werbung nicht, weil der Code umgeschrieben wird. Und das ist laut Richtlinien verboten. Es ist einfach wahrscheinlich ausgeweitet worden, dass du nicht sagen kannst, ja, aber ich benutze ja keinen Adblock, ich blocke es anders. Das ist damit dann immer noch verboten, weil das generelle Blocken von Codezeilen der Website verboten ist. Das ist damit gemeint. Ich weiß nicht, warum GameStar Tech da schreibt Videos, aber ich habe das heute Morgen gesehen. Ich bin aufgewacht. Nein, geh weg, der will auf den Monitor springen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und mache mein Handy an und dann steht eine Push-Benachrichtigung. Slane McGrath hat sie in einem Video erwähnt. Ich gehe drauf, da erscheint dieses Video und er sagt das. Ich gucke, suche nach den Richtlinien auf die Schnelle. Ich musste heute zur Arbeit. Und da stand dann, keine Inhalte dürfen geblockt werden von einer Website. Und damit ist halt die Werbung auch mit gemeint. Weil so ja ein Adblocker funktioniert. Weil ich mir vorher Videos angeguckt habe, wie der Adblocker funktioniert. Das ist absolut verständlich für mich. Katerchen, hör auf, der klettert meinen Schrank hoch. Nein, er will hinter dem Monitor. YouTube verändert den Inhalt der Videos mit Werbung, meiner Ansicht nach. Nämlich mit... Nee. Webseite, nicht Videos. Mit einer Unterbrechung. Also eigentlich verstoßen sie meiner Meinung nach gegen ihre eigenen Richtlinien damit. Und es gibt keine, sag mir die Richtlinie bitte gerne in deiner Reaction oder wo auch immer. Ja, ich muss dann von irgendjemandem den Link bekommen zu dieser Reaction, wenn sie dann online ist. Vielleicht gucke ich mir das dann tatsächlich an. Ja, wenn sich der Mensch sachlich damit auseinandersetzt, ist das ja okay. Man kann mich mehr, ich bin ja auch nicht allwissend und ich lasse mich auch gerne belehren. Ja, finde ich nett. Auf jeden Fall wird hier weiter noch geschrieben, die von Google angestrebte Alternative ist der Dienst YouTube Premium, wo er gleich auch noch da hier Bezug nimmt. Ich glaube, da habe ich gar keinen Bezug zugenommen. Dieser bietet werbefreies Ansehen gegen eine monatliche Gebühr an. Momentan kostet die günstige Variante 12 Euro. Das ist die teure Variante. Die günstige ist, glaube ich, 5 oder 6 Euro. Pro Monat. Rechnet das mal zusammen auf alle YouTube-Zuschauer, die dann jeden Monat 12 Euro bezahlen und was da dann jemand jeden Monat zusammenkommt. Ja? Ich habe noch was anderes für euch, nämlich diesen Artikel hier von chip.de. Hier steht, YouTube-Nutzer müssen wohl mit einer großen Umstellung rechnen. Mit dieser will das Videoportal die Nutzung von Adblockern massiv einschränken. Dass YouTube Adblocker nicht besonders mag, ist nicht neu. Doch nun aber verschärft das Videoportal offenbar... Habe ich ja gesagt, seit Jahren ist die Nutzung von Adblockern bereits verboten. Seit ewigen Jahren. Eine Vorgehensweise gegen Nutzer, die gegen Adblocker nicht, die ihren Adblocker nicht ausschalten möchten. Die günstigste kostet 10, außer du bist schön. Nein, mir wurde doch heute was angezeigt. Ich bin extra draufgegangen, aber heute erst, weil ich mich vorher nie. Warum steht da Werbeunterbrechung? Ich habe doch gar keine Werbung. Nein, er will ja meinen Kaffee. Da macht er gerade langsam die Pfote Richtung Kaffee, als ich hier versuche zu recherchieren. Nein. Kaffee ist nur für erwachsene Menschen. Für mich. Wo waren wir dran? Was wollte ich suchen? Ich habe es vergessen. Premium. Wo ist denn hier? Irgendwo muss YouTube mir doch Premium anbieten. YouTube Premium. Da steht, Angebot ab 5,99 im Monat, jederzeit kündbar. Ab 5,99. Wenn ich auf Tarife entdecken gehe, kommt da 5,99, ein Monat testen, eingeschränkte Werbeunterbrechungen. Das heißt, ihr bekommt trotzdem noch Werbung, nur nicht mehr überall. Und YouTube Kids ohne Werbeunterbrechung. Seit wann hat YouTube Kids Werbung? Für Kinder darf keine Werbung gemacht werden, das ist verboten. Das verstehe ich nicht. Ich meine, das ist auch auf YouTube durchgesetzt worden, dass Kinderinhalte keine Werbung beinhalten. Deswegen gibt es ja die Einstellung, ist Ihr Video für Kinder gedacht? Wenn ich das eingebe, dann ist die Kommentarfunktion automatisch gesperrt und es gibt keine Werbung. So, für 11,99 bekommt ihr YouTube ohne Werbeunterbrechung. Steht ja zumindest. Ich habe 5,99 und 11,99 stehen. Gut. Wusste ich aber auch gestern und vorgestern noch nicht. YouTube hatte seine Nutzer bereits im Mai darauf hingewiesen, dass Adblocker dort verboten sind.
was man aber nicht in den Bestimmungen fand, jedenfalls. Das spielt ja keine Rolle, denn YouTube hat extra Kinderschutz eingefügt. Weil YouTube muss sich halt, wenn es hier läuft, auch an die hier geltenden Gesetze halten. Und es gab so viel Kinder-Content, der ganz viel Werbung ausgespielt hat und ganz viel Geld brachte, dass irgendwann YouTube eingreifen musste und musste den ganzen Kinder-Content, also musste eine extra Kategorie einführen für Kinder-Content, der schwangere Spider-Man zum Beispiel, eine Frau im Spider-Man-Kostüm, die schwanger rumgelaufen ist. Und das war nur Quatsch-Content, der an Kinder gerichtet war. Und da musste dann festgelegt werden, dass das Kinder-Content ist. Und damit geht die Kommentarfunktion flöten und auch die Werbeeinnahmen. Weil man für Kinder keine Werbung schalten darf, wenn man explizit seine Inhalte an Kinder richtet. Sind Adblock-Nutzer jetzt auch Minderheiten? Nicht an meinen Kaffee, nein. Habe ich da nichts gesehen. Ja. Kann natürlich sein, dass ich es verpasst habe. Die Werbung schwappt mir 5 bis 12 Euro, ist doch okay. Ja, finde ich auch. Abgesehen davon, dass wirklich die Werbung erhöht wurde von Google, Google-seitig. Das ist ein Problem. Das versteht er aber auch nachher noch falsch. Die ganzen YouTube-Mails sind so nervig, die landen bei mir inzwischen im Spam-Ordner. Ohne Scheiß. Okay? So. Das Einzige, was ich halt bekomme, ist in meinem YouTube-Studio, wenn es neue Richtlinien gibt, die du unterzeichnen musst, dann tue ich das. Und dann lese ich die auch. Natürlich. Ja. So. Wer Videos ohne Werbung sehen wollte, könnte zu YouTube Premium wechseln. Wie der Kater auf meinen Kaffee stiert. Nein. Mit der eingeblendeten Werbung verdient die Videoplattform viel Geld. Allein im Jahr 2022 betrug der Umsatz von YouTube mit Werbung rund 29,24 Milliarden US. Haben wir eben schon korrigiert. Er meinte nämlich 30 Millionen, aber es waren tatsächlich 29 Milliarden. Aber da steht auch, mit den Einnahmen durch Werbung verdient YouTube 29 Milliarden. Und das stand ja auch in der Adblock, also Anti-Adblock-Werbung, dass YouTube Geld durch das Gucken von Werbung bekommt. Und er meinte, das ist Bullshit, die verdienen sowieso ganz viel Geld. Ja, durch die Werbung aber. Also stimmt das, was da stand? Dollar. Er hat die Beweise im Spam-Ordner. Scheint ja nicht zu reichen für den YouTube-Server. Hat wieder jemand gepupst? Das gibt's doch nicht. Kostet ein Server wie YouTube, kostet der wirklich im Jahr mehr als 20 Milliarden? Was ist das aufgerechnet auf monatlich? Kann ich gar nicht sagen. So, Dankeschön, Kinder, zum Trinken. Eure Milch. Davon werdet ihr groß und stark. So, ich kann euch nicht sagen, wie viel die Serverkosten sind. Aber die Server laufen ja permanent unter Strom. Die Server sind riesengroß. Die Server werden ständig nachgerüstet. Müssen sie ja. Der Speicherplatz muss hier andauernd erweitert werden. Es kommen täglich wahrscheinlich Milliarden Gigabyte, Terabyte hätte ich sagen müssen, Mist, an neuen Daten auf YouTube. Der muss hier andauernd vergrößert werden. Ich habe keine Ahnung, wie groß das Geldinvestment ist. Hi, Shi, guten Abend. Wer hat gepupst? Genau, die Katzen hier irgendwo. Oder da war gerade jemand auf Klo. Kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Ich bin in Mathe scheiße. Ja, so. Okay, also kommt mir nicht mit, ja, YouTube kann sich sonst die Server nicht mehr leisten oder den Traffic oder was auch immer. Weiß ich nicht, ist auch nicht mein Argument. Ja, so. Kommt mir da nicht mit, okay? So. Die scheffeln sich die Konten voll. Das ist alles. Und sie wollen es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und die Content-Creator werden mit immer mehr Auflagen bedacht, müssen immer vorsichtiger sein, was sie sagen. Immer mehr Videos werden dann ab 18 gestellt und hast du nicht gesehen. Und Werbung. Habe ich aber erklärt, das hat mit der Adpocalypse zu tun. Weil nämlich PewDiePie Mist gebaut hat, mit diesem ganz schrecklichen Vorfall, den er da verursacht hat. Und dann sind alle Werbetreibenden abgesprungen, gleichzeitig. Und dann musste... Nein, er will unbedingt hinter meinen Monitor jetzt und alles umwerfen, an der Kamera vorbei und so. Dann musste YouTube sich irgendeine neue Regel einfallen lassen, damit es wieder für Werbetreibende interessanter wird. Und damit das ganze Konzept überhaupt wieder funktioniert. Es drohte wirklich, also den ganzen YouTubern selber sind die Werbeeinnahmen weggebrochen. Da haben alle drunter gelitten. Es haben alle mitbekommen, wie beschissen das ist, wenn plötzlich keiner mehr Werbung schaltet. Denen ist das Geld weggegangen.
Und nicht nur der Firma, sondern auch jedem einzelnen YouTuber. Alle hatten Probleme. Das war das große Thema, die Adpocalypse. Großes Ding. Deswegen sind einige Leute jetzt ganz froh, dass sie sich nur an ein paar Regeln halten müssen. Und dafür wird Werbung betrieben. Läuft trotzdem. Selbst wenn ein Video für dich selbst, ich habe es selbst gesehen, und meine Zuschauer haben es mir auch bestätigt, die keinen Adblocker bei mir benutzen. Ja. Die Videos, die ich nicht monetarisieren kann, haben trotzdem Werbung. Wir haben so eine große Katzenfutterdose von Fressnapf. Ich weiß aber nicht genau, wie die heißt. YouTube sagt mir, ja, dein Video ist leider nicht werbetauglich. Ne? Ist für die Werbetreibenden nicht geeignet, heißt es dann. Aber YouTube selbst schaltet Werbung. Komisch. Was sind denn das für komische Werbetreibende, für die das ja offenbar dann doch brauchbar ist, das Video, deren Werbung in dem Video dann läuft? Das habe ich ihm in den Kommentaren auch erklärt. Das ist folgendermaßen. Nach der Adpocalypse hat YouTube das System sich ausgedacht mit dem gelben Geld-Dollar-Symbol. Das bedeutet, dass dein Video markiert ist als nicht werbefreundlich. Das heißt, die Werbetreibenden können sich entscheiden, dass ihre Werbung nur vor Videos laufen, die absolut lupenrein und ohne Beschimpfungen und ohne irgendwelche Zwischenfälle sind. Man kann aber auch sagen, nee, ich hätte gerne, dass meine Werbung überall läuft. Ich finde das nicht so schlimm, wenn der ein oder andere Creator mal ein schlimmes Wort sagt. Oder Horrorspiele zum Beispiel. Da ja Horrorspiele zuerst Anni Mondakani vom Fressnapf. Anja weiß Bescheid. Jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Und ich rieche die ganze Zeit das Katzenklo. Ich muss das Katzenzauber machen. Ah ja, wenn zum Beispiel ganz viele Horrorspiele als werbeuntauglich gefleckt wurden und ich will aber irgendein Videospielzeug bewerben, ich habe einen Gaming-Kanal und will Gaming bewerben, dann will ich aber auch zum Beispiel im November Horrorspiele mitnehmen, Leute, die Horrorspiele gucken. Ich will die Zuschauer ja abgreifen. Ich weiß ja, dass Horror-Gameplay nichts Schlimmes ist. Und ich will die Zuschauer ja, die das gucken, die damit auch klarkommen. Und deswegen kann ich das freischalten. Ich als Werbetreibender kann dann sagen, ja bitte, meine Werbung auch vor Videos, die nicht freigeschaltet wurden. Und dann bekommen die Werbung und trotzdem Geld. Und zwar genauso wie andere auch. Solange sich genug Werbetreibende dazu entschließen, da auch Werbung freizustellen. Also zuzustellen. Kann mir das mal einer erklären? Das ist halt. Habe ich gerade getan. Doppelmoral. Und da will. Nee, ist eine Option. Das ist eine weitere Option einfach. Kann mir jetzt mal einer erklären, wo jetzt da von mir eine Unwahrheit steckt? Seht ihr? Das war ja das. Genau das ist ja das Problem. Er wusste das nicht. Das ist ja nicht schlimm. Aber ich beschäftige mich ja damit. Ja. Und wenn ich sage, ja, YouTube haben genug Geld eingenommen jedes Jahr mit der ganzen Scheiße. Ja, der Kater frisst nichts anderes, außer es ist potenziell giftig, wie der Kaffee, der hier rumsteht. Dann muss es der Kaffee sein oder Schokolade. Und oder hier Plastik. Steht 30 Milliarden US-Dollar roundabout. Wir haben ja noch 2 Monate vor uns, ne? Ja. Dann ist das bestimmt auch eine ganz doofe Unwahrheit, die ich da gesagt habe. Dagegen habe ich nichts gesagt. Ne? Obwohl, er hat ja in dem Video gesagt 30 Millionen. Dabei sind es 30 Milliarden. Ja, er hat eine krasse Unwahrheit gesagt. Na, da bin ich ja mal echt gespannt auf die Reaction, die dann wohl kommt. Er hat sich quasi um 30 Milliarden verschätzt. Ne? So, es geht weiter. Dementsprechend werde ich euch jetzt nicht erklären, wie man einen Adblocker installiert. Es gibt aber, obwohl natürlich, ich habe es da noch nicht gesagt, aber ich bin dem Adblocker ja nicht unbedingt abgeneigt. Ich erkläre es nur nicht, weil es auch nicht erlaubt ist. Aber viele Missverständnisse, die ich gehört habe, die wir gerne mal aufklären können, die wichtig sind, weil sehr viele Nutzer und Zuschauer von YouTube sehen das als selbstverständlich an, alles umsonst zu bekommen und sich dann auch noch über Werbung zu beschweren. Nee, das sehe ich nicht als selbstverständlich an. Und ich beschwere mich auch nicht über Werbung per se. Ich habe es dir gerade erklärt, ne? Das ist gut. Muss man mal erklären. Aber es gibt ja auch andere Leute. Ich hatte ja auch auf meinem Server andere Leute. Oder ein Echo zum Beispiel. Ein Echo, der sagt so, ich gehe jetzt hier weg. Es gibt keinen Grund, aber du scheinst Geld zu verdienen. Ich gehe weg. So sollte man kein YouTube machen.
Ich beschwere mich über irgendwelche dubiosen Machenschaften, die da laufen, über irgendwelche merkwürdigen Anbieter, über irgendwelche, ja, schau dir die Videos von Apfelnudel an, er kann das viel besser erklären wie ich, ne? Und, oder als ich, wie sagt man denn? So, auf jeden Fall, Mi Amor, ist das das Futter? Darüber reg ich mich auf. Und die Leute, die ich mag, was weiß ich, mein Freund Rupi Beulz oder was, da habe ich keinen Adblocker an, da läuft Werbung. Gehe ich halt schiffen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Ich muss auch gleich wieder schiffen. Oder hier, andere Möglichkeit, gucken wir uns YouTube einfach mal an. Hier, ich mache jetzt einfach mal hier. Nein, Saturn, geschlafen. Einfach mal auf, ja. So. Hier. Guck dir den ganzen schwarzen Bereich hier an. Ja. Warum läuft hier nicht einfach, warum ist hier nicht einfach irgendeine Werbung? Oder weiß ich nicht. Wenn ich jetzt hier auf die, das ist jetzt, was ist jetzt hier meine Favoritenchronik? Wenn ich jetzt hier irgendwo gehe, dann macht die ganzen scheiß Bildschirme ein bisschen kleiner und dann habt ihr hier auch nochmal Werbefläche im Bannerbereich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja. Das Design kann man entsprechend ja anpassen oder ändern. Warum? Dann hat man halt hier überall irgendwelche Werbebanner. Das bringt auch Kohle rein. Und das Nein, die Werbebanner sind aber problematisch. Die Werbebanner sind das Gefährliche auf den anderen Websites. Das ist definitiv schwache Blase. Ich habe sehr viel Wasser in der Blase. Ich habe es nachgemessen. Es kommt wirklich viel Wasser raus. Ich trinke einfach sehr viel. Allein abends hier, wenn ich mit euch streame, ich habe schon Liter Intus und einen Kaffee, seitdem ich den Stream gestartet habe. Seit 3 Stunden habe ich schon Liter Wasser getrunken. Die Banner sind unter anderem gefährlich. YouTube benutzt aber keine externen Banner. YouTube schaltet nur interne Werbung, die vom Kanal selber läuft, vom Server. Die ist ungefährlich. Also das Draufklicken ist ungefährlich. Ihr versteht den Unterschied. Er schlägt Banner vor. Sind aber gefährlich. Das stelle ich, ja. Es gibt mit Sicherheit auch ganz andere Einnahmen, die man generieren kann. Du kannst auch einfach, weiß ich nicht, das über Spenden finanzieren oder als eingetragener Verein, weiß ich nicht, oder sowas in der Art. Du kannst dich als YouTuber über Spenden finanzieren. Ich kenne auch YouTuber, die sehr viel geschnittenes Material machen, also sehr viel Content kreieren. Also wirklich richtig von Grund auf kreieren aus dem Nichts. Und die haben natürlich auch Patreon-Spenden und sowas. Kommt bestimmt auch Geld rein. Es gibt bestimmt Leute, die bereit sind, da was zu bezahlen für. Aber es geht ja um freischaffende Künstler, ne? Ich sehe das mehr so als freischaffendes Künstlerding. Natürlich. Aber noch keine, was war das? Über 10 Euro im Monat, 12 Euro im Monat und dann umgerechnet auf alle Nutzer könnt ihr, ja wie gesagt, ihr könnt euch ja zusammenrechnen, was das denn bedeutet. Und du finde ich auch ein bisschen viel, nur zum YouTube gucken 12 Euro. Du bist halt dazu jetzt gezwungen. Du kannst sonst nicht mehr gucken. Und Hauptstadt Boomer, eigentlich wäre es cool, wenn er Werbung für Dinge bekommt, die er mag. Wenn du einen Adblocker nutzt. Ja, ich nutze ja zum Glück keinen mehr. Ja, also bei den Leuten, die ich mag. Seit vielen Jahren schon nicht mehr. Aber ich möchte nicht, wenn ich irgendein neues Video gucke, weil ich mir einen neuen Kanal angucken will, da plötzlich irgendwelche dubiose hier Glücksspielwerbung oder irgendwelche, das gibt's ja auch dann, ne? Diese Casino-Scheiße da, oder? Gibt es Casino-Werbung auf YouTube? Irgend so ein Scheiß. Oder hier irgendwelche komischen Flash-Game-Werbungen sind mir neulich auch unter der Nase gelaufen. Hier, wie heißt der Scheiß hier? Hero World, oder wie heißt das? Die sind meist nicht so gefährlich. Also ich habe ja auch Ever Crisis, das Final Fantasy VII-Spiel, und Monte. Macht Monte Werbung auf YouTube? Ever Crisis macht auch ständig Werbung für andere Minispiele. Das heißt aber nicht, dass die dich irgendwie kaputt machen, diese Minispiele. Wo du süchtig gemacht wirst, du wirst erstmal angefixt und irgendwann kommst du nicht mehr weiter in dem Spiel, dann musst du hier bezahlen, da bezahlen. Das sind alles Geldfallen. Das ist auch eine Unterstellung. Ich spiele jetzt im Grunde nicht so viele Handyspiele, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, zwingt mich nicht dazu, Geld auszugeben. Da sind auch Werbungen drin. Die sind werbefinanziert. Also ich sehe das nicht. Dass die dich irgendwie, die haben natürlich bestimmte Mechaniken, die dich dranhalten sollen, aber süchtig sehe ich jetzt nicht. Oder dass da ich extra Geld ausgeben muss für Sachen, sehe ich auch nicht. Und wenn du irgendwelche naiven Kiddies hast, die dann die Videos gucken, ja, ne? Das ist toll, das ist toll, das möchte ich nicht von meinen Videos haben, nein. Deswegen sage ich, boykottiert das, guck bei mir. Da würde ja jeder nur süchtig werden. Es gibt auch schwarze Schafe. Es gibt natürlich Pay-to-Win-Spiele, aber ich glaube, die gibt es heute nicht mehr so häufig. Das war vor einigen Jahren, war das noch so eine Masche, wo man versucht hat, Leuten das Geld rauszuziehen. Heutzutage ist es aber sehr verpönt. Und Ever Crisis zum Beispiel, ihr könnt bei Ever Crisis. So,
Danke, Kinder. Wolf. Ich muss auf Klo. Davon werdet ihr groß und stark. Ihr könnt bei Evercrisis natürlich Accessoires kaufen und mehr Waffen kaufen. Ihr könnt aber auch einfach Sachen freischalten im Spiel und grinden. Und ihr könnt die wirklich wichtigen Sachen nicht erkaufen. Tatsächlich. Die müsst ihr ja grinden sogar. Ich muss ja aufs Örtchen, da kann ich auch direkt das Katzenklo sauber machen. Also die Handyspiele zumindest, die ich kenne, sind nicht auf Pay-to-Win ausgelegt. Es gibt Accessoires zum Dazukaufen. Ansonsten hast du halt Werbung, die das finanziert. Mir ohne Werbung gerne, wenn ihr mögt. Okay, geh ich korrekt mit. Wenn ihr mich unterstützen wollt, guckt ihr das trotzdem, aber bitte dann nur, wenn ihr wisst, die Werbung, die läuft, ist im Zweifelsfall ganz schöner Bullshit. Ja? Warum kann YouTube nicht, wenn sie schon Werbung schalten, saubere Werbung schalten? Was ist bitte saubere Werbung? Die nehmen halt sehr viel Werbung an. Die wird aber dann auch geprüft, wie gesagt. Ne? Ich muss jetzt wirklich auf Klo. So. Ich gehe auf Klo. Ihr hört immer Musik. Diesmal natürlich ohne Werbung. Heute gibt es keine Werbung mehr bei mir. Es gibt nur noch Musik jetzt. So. Was mache ich dann da? Hier, Musik. Hi Leute, hier spricht Gonzo aus dem Schnitt zu euch. Das Video ist doch zu lang geworden, deswegen teile ich es jetzt hier. Danke fürs Zuschauen. Denkt dran zu abonnieren und ein Däumchen zu geben und so. Und ich werde wahrscheinlich morgen dann die nächste Folge hochladen. Macht's gut, ciao, bye bye, euer Gonzo.